Bewegungsphase. Er hier vorne schippert so ein bisschen in diese Richtung zurück. Weil zumindest der Andi vorhin hier irgendwo meinte, rummessen zu wollen. Aber ist jetzt auf der anderen Seite eine Lücke. Da, nein. die müssen sich ein Stückchen konsolidieren und machen das hier vorne mal so rüber. Allein im Dunkeln, ich sag dir. Der bleibt so stehen. Dementsprechend ist einfach mein Nacken aktuell ein bisschen frei, aber das ist... Das ist okay, denn da kommen jetzt noch ein paar andere um die Ecke. Als allererstes möchte gerne Metamorph Squad Nummer 1 rein. Wir laufen schon durch. Hier vorne wird nicht mehr gut laufen. Ja, ja, okay. Sicher. Metamorph Trupp Nummer 1 kommt über die 5. Zum, dann dürfen die, also auf 5, die dürfen innerhalb von 9 Zoll rein und dann weder 6 Zoll latschen oder schießen. Schießen sind hier nicht so die Helden, also laufe ich erstmal 1 Zoll weit. Das brauchst du dafür ehrlich gesagt gar nicht. Das brauche ich nicht. Ich überlege nur, ob ich. Das Blöde ist, das ist jetzt die Bewegungsphase. Das heißt, wenn ich jetzt neu würfeln würde, ja, also quasi eine Base weit. Kannst du deinen Ambush nicht neu würfeln? Dann darf ich meinen Ambush nicht neu würfeln, genau. Und den Ambush. Da möchte ich auf jeden Fall gleich eventuell. Dann nehmen wir nämlich jetzt als nächstes die anderen Metamorphs. Die haben eine 1. Und bei denen finde ich das absolut okay. Das heißt, ihr beiden dürft jetzt zwei Kanten aussuchen. Die eine ist Kante Nummer 1, die andere ist Kante Nummer 2. Und dann wird gewürfelt, von welcher Kante ich reinkomme. Ist das egal, welche, oder müssen die sich gegenüber liegen? Ist doch komplett egal. Wer kommt da rein? Bitte? Wer kommt da rein? Nochmal so ein Druck. Derselbe Druck. Genau, genau. Dann würde ich sagen, die oder die. Das ist 1 und das ist 2? Ja. Okay. Ja. Auf eine 1 bis 3 geht es da rein. Auf einer 4 bis 6 stehe ich hinter mit meinen Nahkämpfern hinter eurem Ding. Ja, ach, das kann der ab. Schade, ich stehe nur da. Dann hole ich sie mal. Da unten stehen sie, die kleinen Nasenbärchen. Als letztes kommt der Patriarch zusammen mit seinen Dudes um die Ecke. Und die Dude eine 4. Eine 4 ist 9 Zoll einfach mal dran. Möchte ich das? Reicht mir das? Ja, willst du neu würfeln? Ganz ehrlich, ich glaube nein. Dann stelle ich die mal auf. Zack, da sind sie und guck mal, was sie da hinten alles wegsnacken können. Ja, dann kommt jetzt prinzipiell die Psi-Phase. Und er möchte ganz gerne diesem Flamer-Typen sagen, schieß doch mal. Darf ich mal kurz einhaken? Kann das sein, dass das nur gegen Charaktermodelle geht? Oh, dann muss ich mal ich gucken. Ich weiß, die Inquisition hat sowas und das geht, glaube ich, nur gegen Charakter. Dann gucke ich nochmal, weil irgendwo stand da, oder war das früher? Nein, wir schauen nochmal. Das weiß ich nicht. Nee, komm mal zurück. Er macht das nicht auf den Trupp, weil ich muss auf eine andere Einheit schießen. Ich hatte da von einer anderen Armee irgendwie den... So, ne? Im Kopf. Ist ja Quatsch. So, auf den da vorne, damit der mal eine Runde dackern kann. Ich brauche eine 6. Und ich habe genau eine 6. Ihr dürft allerdings mit 3W6, sagtest du gerade, nee, wir machen das einfach für den normalen. Ah, okay. Wir kriegen mich plus 1, dann reicht mir eine 5. Jo. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es springen muss, nicht? Gut, dann ist damit auch die Psi-Phase schon rum. Dann wird jetzt mal ein hartes Ründchen geballert. Fangen wir einfach hier oben an. Ist am einfachsten. 10 Lasergewehre in die Nasen da vorne. Hast du auch minus 1 eigentlich durch die Sonne? Oder ich habe ausgegeben, dass das weg ist? Ich hätte ausgeben können, dass es weitergeht. Ach so, okay. Ja. Insofern habe ich auch die minus 1. Ja. Okay. Dementsprechend auf die 5 nur. Oh, na gut. Ja. Da bin ich aber durchaus mal ganz zufrieden mit. Da sind nämlich nur 3 daneben gegangen. Da mag ich nicht mopsen. Ach, nochmal. Ja. Und jetzt allerdings auch wieder auf die 5. Und das sind 2 Stück, das ist okay. Dann ganz normaler 3er safe bei denen. Kommt mindestens eine 1. Ja. Nein, doch nicht. Schade. Das steigert sich. Ja. Dann möchten gerne die hier als nächstes auf die drauf feuern. Bei dem muss ich allerdings einmal messen, wie viele das sind. Soll ich das machen? So, 9 schaffen es da vorne rein in die Knöspchens auf die 5. Auch das ist wieder absolut im grünen Bereich. So, und jetzt nochmal ein paar Punkte. So kann man das auch nennen. Ja, nochmal 10 Millionen Fünfen. Nee, aber sind 2 Sechsen. Dann nochmal 2x ein 3er Rüster. Pardon, ich verschiebe hier gerade das Rhino. So, 2 3er Rüster und safe. Und safe. Okay. Safe.
Ja, das sind ja die Dieben entspannen. Genau, der war irgendwie so, genau. Ja. So. Zack. Dann machen wir bei denen weiter. Wo möchte ich denn mit der Laska wohl landen? Mal da. Ja, genau, in meinem eigenen. Ja, nee, wir haben am Anfang nicht ausgewürfelt auf Friendly Fire. Okay, ist dementsprechend darf ich nicht. Das Ziel ist attraktiv. Da hast du vollkommen recht, ja. Aber nee, sorry. Das ist ärgerlich, wenn die Regeln einem immer ein Beinchen stellen. Ja, ne? Darf ich nicht. Darf ich einfach nicht mehr. Während ich da unten noch überlege, einfach hier die Pistolen in die rein. Das sind 5 Stück. Auf die 5. Jupp. Und auf die 5. Nöp, das ist nix. Herr Cookie, die waren ähnlich motiviert wie ich jetzt gerade. Jetzt ist immer noch die Laser da. Weißt du? Einfach mal in den Trupp rein. Hallo? Ja, einfach in den. Mit dem Laser? Mit dem Laser, ja. Wollen das? Na, der da hinten hat einen Retter. Und das sind so wenig Modelle, dass ich mich über jedes Modell freue, weil ich euch da raussäge. Wollen das? Also. Und für den da hinten habe ich hier noch ein paar Dudes stehen. Auf die 5. Zum Glück. Haben wir da so lange oder habe ich so lange überlegt? Gut, dann ist der Teil da mal hart durch. Dann fangen wir doch mit ihm hier an und da schaue ich nochmal eben in die Waffenprofile rein, weil ich da ein bisschen rumverteilen muss. Mhm. Bombs! Dicke Battle Cannon in ihn da vorne rein und auch die beiden Plasma-Kuppeln in den rein. Und der schwere Bolter und der Stubber, der Heavy Stubber, gehen in den da vorne rein. Dann starten wir mal mit der Battle Cannon. D6 Schuss. Sind nur 2 und da benutze ich einen Command Die. Super! Einer! Ja, auf die 5. Geht aufwärts. Nix. Verdammte Axt. Plasma. Ja, genau, das sind 6 Schuss. Der läuft ja. Läuft ja. So. Auf die 5. 2 Stück. Mit Stärke 7. Jetzt auf die 4. Einer. Mit DS-2. Also eine 5? Ja. Nope. Und dann bekommt er einen Schaden und hat einen 6er oder 5er Save. 6er Save. 6er Save auf Save. Nope. Dann hat er einen Kratzer abbekommen. Ja. Als nächstes die Heavy Stubber in ihn hier vorne, ne? Mhm. Auch auf die 5. Auf die 5, ja. Zack. Einer. Und dann mit Stärke 4 auf die 4. Nee, nicht. Was ist denn noch über? Richtig, der Heavy Bolter. Hopp. Was ist denn los? Nix. Was ist denn der Phase hier? Alter, guck mal klar. Na super. Der muss er hier versuchen, das ganze Ding zu richten, oder was? Der Rockriner, als wäre er dazu in der Lage. Ja, tun wir mal so, als wenn. Er möchte einfach die mal ein bisschen Bauch pinseln. Möchte ich die Bauch pinseln? Ja. Nein. Ja, die. Immer die ist doch eh dasselbe. Wollte sagen, die sind alle gleich in 9 Zoll Nahkampf-Range. Die da sind in 11 Zoll Nahkampf-Range. Dementsprechend würde ich die ganz gerne ein bisschen vorher massieren. Das sind, kannst du mal gucken, sind das 12 Zoll? Ich weiß das gar nicht. Von wo nach wem? Von meinem Rockrider aus bis zu denen. Das sind. Zu gerade, ja. Ne, weniger, das ist gut. Wunderbar, dann habe ich nämlich 4 Schuss und also weiß 2. Ich nicht, also sag du es, aber ich finde es eng nicht. Nee. Ich finde eng nicht. Okay. Dann auf die 5 wieder. Also der komische im Morgengrauen angreifen, liebe Jeans-Stealer, das war nicht hundertprozentig durchdacht von euch. mit der Heavy Zest, wir kennen auch die 4 mit Stärke 4. Er hatte diesen Plan. Das sind 2 Stück mit DS-1. Der hier hat DS-1. Und 6 haben DS-4, das heißt einer ist automatisch tot und der hier hat noch ein Save von 4. Ja. Nope, dann sind 2 davon weg. Safe after safe haben die Nasenbären nicht, ne? Nein, da sind die leider nicht so patent drin. Ja, schade. Ach Mann, ungeschickte Finger. Was hätte ich jetzt mal erzählen können, wie viel Schaden das Ding macht? Nämlich 2 immer. Hui. Nein. Heavy Stubber das hinterher. Das wollte ich gar nicht wissen. Das wollte ich gar nicht wissen. Ja, okay. Nein, nein. Dann der Heavy Stubber hinterher. Das sind 3 Schuss auf die 5. Läuft. Läuft, komm, so geht er jetzt weiter. Und auf die 4 mit Stärke 4. Super! Aber ganz normaler Safe ohne Abzüge, also auf die 3. Da kommt die 1.
Nein. Nope. Schade. Aber netter Versuch. Ja, ja. Ja. It was worth a try. Nicht? Ja. Ja. Damit hat er auch fertig geschossen und ansonsten darf hier fast niemand mehr in der Gegend rumdackern, oder? Ich glaube, die ist rund. Ich weiß nicht, ob die Jungs da unterm Gerüst noch Pistolen haben, die irgendwie relevant schießen. Die haben 12 Zoll. Stimmt, ja, dann schießen die noch da rein. Ja. Hoffe ich mal. Bei den hinteren? Prinzipiell. Oder? Nö. Gar nicht mehr? Nö. Oh, super, dann könnt ihr ja nur mal chargen. Ihr habt einen schlechten Job gemacht. Gut. Dann habe ich nur noch einer, aber der. Ja. Ja. Dann habe ich nur noch ihn hier mit seiner Needle Pistol. Die hat eigentlich Stärke 1. Oh! Würde immer auf einer 2 verwunden, es sei denn, es ist kein Fahrzeug. Ja gut, du kannst natürlich nur 6 schmeißen. Wir können uns auch darauf vielleicht einigen, dass das, eventuell ist es auch ein Mensch. Nur für die Runde? Nicht? Okay. Obwohl er sich mit dem kloppt, haben wir es ja noch im Morgengrauen. Das heißt, hauen funktioniert. Schießen nicht so ganz, minus 1 auf die 3. Oh, ist okay. Aber die 6, die hätte ich jetzt gerne auch nochmal. Ne? Ja, diese Nadelpistole. Super. Da vorne durchs Dings, ja, minus nix. Dem Fahrer ins Auge. Zack. Ja. Okay, hat er doch wohl daneben gezielt. Damit ist das Gedacker, ist da mal. Doch, stimmt. Das Gedacker ist rum. Dann möchte ich doch jetzt mal ein Ründchen chargen. Dann würde ich sagen, als allererstes versuchen, diese Nasenbärchen hier mal bei denen da reinzuhuschen. Die brauchen dementsprechend noch einen 7 Zoll Charge und du möchtest wahrscheinlich eine Runde Abwehr vorher geben. Das sind deine Jungs, die würden ja, gerne machen. Das sind 20 Schuss. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, so viel. Du musst auch nicht, wenn du möchtest. Ich nehme einfach ein und versuch's und. 10 würden auch reichen. Ja, locker. Das will ich mal nicht so eng sehen. So, jetzt läuft's auf die Sechsen. Oh, ja, ja. Das sieht mir gar nicht so schlecht aus. Haben wir 4, ne? Achso, noch ein, ja. Und auf die 3. Ne, der bleibt clean. Ja, 2. Ne? 2 Stück. Die haben ihr 5er Höschen. Und einer ist weg, der hintere. Und dann 7 brauche ich. Und ich habe eine 8. Super. Zap. Dann sind die drin. Und sagen wir mal, guten Tag, Leute. Wie geht's euch denn so? Ja, und hier, der Schwächste fliegt und tschüss. Wo so, möchte ich denn mit denen mal hin? Kann ich auch nochmal so machen. Ja. Wo möchte ich denn mit denen mal hin? Das ist ein gutes Ziel. Der da hinten, der ja. Der ist auch genau. Viele Punkte wert. Ja, der ist vor allem voll in valider Reichweite. Ja, deine Tipps sind Details. Deine Tipps sind Kacke. Nein, du musst einfach motiviert sein. Ach so, ah ja. Also eben den zu beschießen, fand ich einen sehr guten Punkt. Also, ich werde mit denen hier die chargen. Dann kannst du schick Abwehr vorher geben. Da ich 9 Zoll weg bin, ist dein Flamer außer Reichweite. Wenn du die nicht verschossen, geschoben hast, dann brauche ich gleich eine 9. Ja. Willst du noch? Willst du noch? Hier, guck mal, da macht er F-Kessel. Was ist das dann? Nee, also gar nicht. Du willst keinen Abwehrfeuer mehr geben. Das ist okay. Das sind, ach, das sind meine, stimmt. Ja, ja, das ist deine Seite, das ist vollkommen richtig, ja. Oh. Und denk dran, das sind 16 Schuss. Richtig. Ja. Philipp, 6. Also, 14. 16. Auf die 6. Das sind 2, das ist okay. 3 ist auch noch okay. Passt nicht schlecht drehen hier. Die Jungs haben 4 oder auch 3? Die haben 4. Die haben 4. Ja, dann nicht. Dann nicht. Ja, guck, das ist doch super. Jetzt muss ich noch mal gucken hier. Darf ich nicht hier alles Mögliche neu schmeißen? Ich darf mir jetzt quasi meine Charge Distance aussuchen. Ich sag 30 Zoll und. Du darfst dir den Charge Distance aussuchen. Alter, hättest du jetzt genickt und gesagt, ja, mach mal, dann. Ja, 2, ne? Aber mit 11 bin ich auf jeden Fall drin und ich ziehe sie mal. Zack, da stehen die Jungs und er hier möchte 9 Zoll. Die unterstützen. Die dürfen kein Abwehrfeuer mehr geben. Insofern kann der da vorne in Ruhe weiterkleben. Der hat nämlich seinen Liberian auch schon zerlegt. Ich brauche eine 9. Und ich habe nochmal eine 11. Gut, dann würde ich sagen, dann kann er nämlich bis hier so rüber. Zack. Und dementsprechend denen da gleich noch die Bubbles geben. Jetzt überlege ich, ob ich mit dem nächsten Rockgrinder auch nochmal in den Nahkampf gehe, um zumindest das Rhino mal zu zerstören. Vielleicht braucht er 2.
Ich finde das auf jeden Fall nicht schlecht, wenn der hupende Bekloppte da einfach alle bindet. Du kannst auch gerne mit dem noch in den Nahkampf fahren. Ich fahre einfach mit allen rein, dann machen wir eine Runde Autoscootern da. Ja, komm, was soll das hier? Karambolage, zack, jo. So, zwei hätte auch gereicht, aber man kann auch eine 11 würfeln. Ne? Ja, eben, ja. Genau. Alle Charges waren eine 11. Vielleicht sollte ich einfach mal weiter chargen hier. Du sagst einfach, du chargst, egal was du würfeln willst. Ja. Genau. Ja, richtig, stimmt. Er traut sich nicht in Nahkampf. Er da vorne. Nee. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Nee, pass auf, weißt du, woran das liegt? Das hat, ne? Das hat vor allem damit zu tun. Der passt nicht. Guck mal, hier, er da vorne, über die, sind mit 11 rein, ne? Ja. Er ist mit 11 rein. Mhm. Er ist mit 11 rein und hat gerade schon irgendwas erschossen. Auch wenn nur ein der paar Männchen. Der kann nicht bis 11 zählen. Der hat nur daneben geschossen. Ja. Und dann auch noch seinen großen W6-Schuss aus zwei du mit dem Ring Runde 1 gemacht. Würfel für ihn nicht für einen Charge verschwenden. Der ist durch. Okay. Der fertig für heute. Du bist raus. Du Sau. Der ist auch so schon ausgestiegen und hat Kaffee geholt. Der wird gleich von der Platte gemobbt. Also sieh zu, ihn darüber, er hat's verdient. Machen wir. Hinten rein. Schön. Dann würde ich sagen, dann möchte ich gerne meine erste Einheit aktivieren. Und mal schauen. Wenn ich bereit soll mit denen nach vorne gehe, ja super. Dann. Geht die voll. Was haben die für einen Piercing Standard? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben die DS. Ja, das meine ich ja. Armor Piercing ist irgendwie bei denen, glaube ich, ne? Ja, haben die auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie der ist. So, guck ich gleich mal. Details, ne? Details, die haben, die haben Würfel ohne Ende. So, da stehen sie drin und sagen guten Tag, sind auch in seiner Bubble und dann zähle ich jetzt mal eben Würfel. So, das sind die ersten 20 Würfel, die treffen auf die 2. Was ist denn hier die ersten? Insgesamt sind es 40. Also 4 Attacken pro Nase, 10 Jeans-Ziele haben wir. So. Auf die 2. Na gut, das ist fair bei 40. Das ist ja, ne? So. Und die haben Stärke 4, also auf die 4. Und 6 haben DS4 anstelle von DS1. Ja. Sind allerdings Pure Strain Jeans-Zielers. Ich glaube, die dürfen alle. Ich guck mal eben kurz. Oh, nee, neue würfeln darf man nicht, aber das sind die, die gewundet haben. Diese drei Stück hier haben DS4, das heißt, da sind auf jeden Fall drei weg. Mhm. Und die vier sind schon mal mit... Dann zählen wir da direkt mal, bevor wir überhaupt weiter. Genau, mit ne? DS1 sind die. Also vierer Wuchse. Vieren, ja. Da gehen also Nummer zwei, sind alle fünf weg. Ach, richtig. Dann war's das. Damit ist der Trupp durch. Nein, nein. Und dann darf ich 3 Zoll konsolidieren und muss da mal eben rummessen, weil das ist ja. Ja. Mit den closest Models ist das gar nicht so easy. Ja, dann stelle ich die so ein bisschen hier rüber, ihre 3 Zoll. Zack, ein bisschen Conga-Line. Ja, ist in Ordnung. Weil der darf gerne da rein. Nee. Doch. Ja, okay, darf er. Ja. Und ansonsten hast du zumindest nur oder habt da einen etwas längeren Weg. Und der hat Angst vor Fremden. So. Und die hier. Ja, die müssten prinzipiell in die Richtung. Dementsprechend werden die sich nicht bewegen. Mhm. Dann würde ich als nächstes diese hier da. Nicht die reinhauen lassen, das ist ja Quatsch. Eher daran. Die hauen nämlich so wie so drauf, weil die ja ihre Lash Whips da haben. Oder willst du, oder wollt ihr... Nee, wir unterbrechen eh nicht. Ihr wollt nicht unterbrechen? Mal, ja. Okay. Dann nehmen wir den Patriarch. Der hat 6 Attacken und... genau, der darf mit seinen monströsen Rending Claws alles da neu schmeißen. Auf die 2. Einsen hat der, glaube ich, nicht als Reroll. Und es gibt auch Grenzen, ja. Super schwach. Es gibt auch, genau. Failed Wound Rolls darf der. Das ist, ich habe die irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Noch nicht so oft gespielt, ja, das ist richtig. der hat ausschließlich eine Stärke von 6. Das heißt, ich brauche jetzt 3. Darf aber verkackte Wound Rolls neu schmeißen. Dann darf ich 2 neu schmeißen. Das sind 5 Stück. Und die 5 Stück haben ein DS von minus 3. Also 6. 6, genau. Ja. Läuft. Einer lebt noch. Ja. Jetzt, ja gut. Ja. Machen wir das so. Zack.
Okay. Dann. Mann. Jetzt mach doch nicht das nächste Modell kaputt. Zone. Hör mal. Nein, den habe ich nicht kaputt gemacht. Hör mal. Das sind anspruchsvolle Miniaturenmodelle vom Modellbau mit bemalt und zusammengebaut. Ja. Schmeiß das wieder einfach runter, du Wimmer. Das geht doch nicht. Kampfsimulationsutensilien. Ja, dann möchte er denn weiter reinpalen? Nein, will er nicht. Dann sind die dran. Die palen mal so ein bisschen rum. Hups, bups. Ich schnapp mir mal ein paar Würfel. Von hier. Zack. So. Also, drei normale. Der Lashwhip Guy ist der Chef. Der hat vier Attacken. Die anderen haben drei Attacken. Zwei und drei. Die treffen auf die. Die treffen auf die drei. Das ist okay, ist es. Da ist echt ganz schön viel daneben gegangen, aber sind ja auch viele Würfel am Start. Mit Stärke 4 verwunden die auf die 4. DS1 und eine 6 würde DS4 wieder geben. Zimp. Okay. Zweimal braucht der seinen Retter und zweimal braucht der einen Rüster mit. Wie viel Minus machst du denn? 1 nochmal. Genau, die beiden sind mit DS-1 und dieser. Das sind 4 und das sind 5, weil der einen Wehrstab hat. Okay, die 5 zuerst. Dann zuerst die 5. Nope. Damit ist der ebenfalls tot. Bye bye. Mhm. Dann konsolidieren die. Die müssen nur näher an dem dran sein. Also werden die so ein bisschen hier. Das stimmt, ja. So und so. Näher an dem nächsten? Ja. So sind die näher an näher als er. Ihm da vorne. Und hier. So. Damit ist der Nahkampf durch. Dann aktiviere ich. Bitte? Nichts mehr, oder? Der hat da ja noch in der Mitte was. Entschuldigung. Ja, klar, in der Mitte. Ja. Hallo? Wozu hat er meinen Rockgrinder da extra gecharged? Stimmt, da ist ja noch einiges los. Ja, sicher! Sicher, der Rockgrinder hat gecharged. Der macht 6 plus. Nochmal eine, sind 7 Attacken. Ups. Gegen wen geht's denn? Ja, gegen den hier. Ja, der ist ja da reingecharged, der darf nur den hauen. Auf die Vieren. Das ist okay, damit kam ich klar. Und mit Stärke, der Basisstärke hat der 5, also mit Basis oder mit Stärke 8 insgesamt. Jetzt auf die Dreien. Sind 3 Stück mit einem DS von 2, also 5. 2 und das sind dann D3 Damage. 4 Stück insgesamt. Jo. Als nächstes peile ich mit ihm rein. Und zwar so. Ja, so habe ich euch ja auch gesagt. Zack. Jetzt kann der auch was ausrichten. Jetzt kann er auch was ausrichten, genau. Und ist näher dran und hat seine Bubble nach hinten verweitert. Plus W3. Das ist auch wieder 1. Das sind wieder 7 Stück. Wieder auf die Vieren. Oh, that's nice. Oh ja. Wieder auf die Dreien. Das ist schön. 5 Stück mit DS-2. Das schafft man locker. Locker, sagt er. 5 Würfeln, einfachste Übung. Alter Schwede, 3 Stück. Ja. Ja, dann sind es nochmal 2W3 Damage. Das sind 2 plus 3. Jetzt sind wir bei 7. Und erst einmal 7. Und ja, er hat insgesamt 11, hat er, ne? 10 noch was. 10? Das heißt, ich könnte perspektivisch mit einem. Dran, ne? Ja, aber ich könnte perspektivisch mit einem Reroll 2 weitere Wunden drauflegen. Dann hat er 9. Und dass die zusammen irgendwie eine Wunde anschließend beide machen, damit er endlich da mal weg ist, ist möglich. Dementsprechend werde ich diese 1 beim Verwunden neu schmeißen und hoffe auf eine 5 oder auf eine 6. Das ist doch Wahnsinn. Na, schade. Aber trotzdem nochmal eine Wunde mehr dabei. Und ein Command-Würfel weg. Und ich habe zumindest im Kopf, dass ich gerade irgendwann reroad habe und vergessen habe, einen wegzunehmen. Dementsprechend nehme ich mal 2 weg. Ansonsten habe ich gerade einen verschenkt. Aber nee, ich bin mir relativ sicher. Ja, ja, stimmt. Genau. Jo, damit hat er 8 runter und ihr dürft eine Einheit aktivieren. Ja. Bei 8 Schaden macht ein Reno nicht mehr so viel. Das heißt, ich würde den anderen Reno aktivieren an deiner Stelle. Du kannst mit deinem Auto draufhauen. Der macht noch 3 Attacken auf die 6. Ja. Ja, machen wir. Und diesmal dürft ihr aussuchen auf den oder auf den Trupp.
Dann mach doch die zwei blauen weg. Ja. Okay. Oh, ja. Zwei Sechsen. Ja, zwei Sechsen. Auf die zwei. Na, jetzt wird es herausfordernd. Ja, ja. Man muss sich halt auch für steigern. So viel Arroganz sollen da eigentlich zwei Einsen kommen. Alles Erfahrungswerte. Fünfer Höschen. Und die beiden sind weg. Juhu. Ja. Einer vernichtet. Das Momentum ist auf unserer Seite. Ja, ja. Ist so runter. Nehmen wir doch dann. Ist ganz egal, oder? Ja, genau. Limus oder die Roten macht eigentlich keinen Unterschied. Ja gut, aber wenn ihr die zwei Lebenspunkte wegbekommt, dann darf der nicht mehr zurückhauen. Das wäre. Ach so, stimmt. Ja. Schon groß. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, ja. Vier Attacken hat er immerhin. Vier, nicht fünf. Vier. So. Und mit dem Bone Sword auf die 2. Und jetzt mit Stärke 3. Ne, Stärke 4 auf die 3. Auf die 5, genau. Weil gerade war auf die 6. Der hat aber Stärke 4. Ich habe mich total verteilt. Das wäre 3. Tja, know your army. Ist einer. Minus? DS minus 2. Ja, leichteste Übung, eine 5. Ja, sagt er. Leichteste Übung, da. Zwei? Ein? Wie viel? Ein Damage nur. Einen nur? Ja. Er raucht noch. Das heißt, ich muss bis zu eurer Phase warten, bis ich den endlich tot machen kann. Gut, aber dann kann ich in meiner zumindest wieder gleich schießen. Nimmt er jetzt seine mächtige Attacke. Ja. Und mit dem Primus über den Fuß, weil über Füße fahren kann der gut. Nicht. Nö. Dann sind die da dran, das sind 6er Tangen. Die werden jetzt so richtig das Spiel drehen. Auf die 3, ne, gar nicht, die sind nicht in seiner Bubble, also auf die 4. Und 3 Stück, schade. Und mit Stärke 3 auf die 6. 2 ja. Stück, ohne DS, also auf die 3. Da geht nochmal einer durch. Jungs, ihr seid's! Sehr schön! Wenn das weitergeht, haben die den nach 10 Runden platt geklopft. Ja, du, das ist vollkommen normal. Ich find's immer wieder großartig, wie gut leere Rhinos feindliche Armeen beschäftigen können. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber das passt schon. Damit ist allerdings das ganze Ding jetzt gerade durch. Hier vorne steht noch der Cheffe, das heißt, die müssen kein Moralwert machen, weil... wahrscheinlich auch nicht mit einem. Dings. Die Metamorphs, die werden mit ihrem Scheffel locker 8 haben, ja sicher. Das heißt, sie müssen auch keinen Moralwert-Test machen. Alle anderen, die sich mit Nahkampf beschäftigt haben, sind vom Feld. Dementsprechend. Ist nett, dass du da überhaupt noch eine aktive Rolle unseren Einheiten zu spielen. Ich war ja. Haben sich beschäftigt, hallo. Die haben so gemacht. Aber nicht nur eure, wieso? Also hier, die haben sich auch durchaus mit Nahkampf beschäftigt. Ja, okay. Haben sich aber dann überfahren lassen, die Nasen. Ja. Jo. Nee, dementsprechend kommen wir jetzt dann damit zu Grey Knights. Zug Nummer 2. Zwei? Echt? Ja. Zwei erst? Ja. Mhm. Zwei.